Ich habe genug Bullen gesehen. Ich kann Ihnen meine Marke zeigen. Deine Marke? Okay. Willst du meine Marke sehen, du mieses Schwein? Hier, ich habe reichlich davon. 99 Cent das Stück. Ich verkaufe sie dir. Da siehst du es. 8 verschiedene Marken. Ich habe dir gleich gesagt, ja, die Bullenwasche zieht nicht. Ich blas dich weg. Und ich blas dich auch weg. Wegblasen? Das ist nicht gut. Blas mir einen, das Schnauze, ist okay. Schnauze, jetzt reicht's. Ich hab schon mal einen umgelegt und ich tu's wieder. Blas mir einen, bitte. Ich blas dich Sekunde weg. Noch. Also halt die Schnauze. Siehst du, was für Gefühlswallungen ich gerade durchmache? Das bedeutet, es ist mir ziemlich ernst, okay? Wir beide verstehen uns nur im Augenblick nicht besonders. Und deshalb sind wir etwas nervös, okay? Liegt dir sonst noch was quer? Ja, mir liegt was. Das versuche ich dir gerade zu erklären. Hallo, der Karl hat eine Kanone. Schluss, was wollt ihr? Ich verpasse dir einen und ich dir eine verpasse. Ich geh schon mal. Bleib stehen, du Mistkerl. Bleib du stehen, Mistkerl. Oh, Scheiße. Jetzt bin ich am Arsch. Einen Meter zurück. Leg die Kanone weg. Gib mir ein Päckchen tropische Kaubonbons. Für mich Pfefferminz. So, da haben wir das Weißbier. No. Thank you very much indeed. Now, what are we supposed to do? Gut, wenn man einmal am Tag man selber sein kann. Um einfach ein frisches Weißbier zu genießen. Noch besser, wenn man sich dabei durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Doch was tut man nicht alles für die Völkerverständigung? Gut, besser, Paulaner. Kennen Sie die Initiative Rettet die Wäscheklammer? Nee, aber die Burgerinitiative von McDonald's, da gibt's jeden Tag einen anderen großen Burger für nur 2,99 Mark. Unverbindliche Preisempfehlung, tja, die tun was fürs Volk. Wir sind das Volk. Er hat auf der ganzen Welt die härtesten Tests gemeistert und gezeigt, dass er ein echter Land Rover ist. Jetzt hat er sich für sie stadtfein gemacht. Der neue Freelander. Made by Land Rover. Dum, da, dum, da, dum, dum. Versicherung von der DEVK. Wird jeder Schaden ganz schnell geregelt? Sagen Sie uns einfach Bescheid. DEVK. Preiswert und nah. Die Freundschaft genießen. Denn schöne Momente sind schon immer einen Asbach uralt wert. Vollmundig, vollkommen. Asbach uralt. Ciao, Giotto! Giotto, Piccoli, Piccola. Hey. Zarte Verführung auf Italienisch. Ciao, Giotto! Klein, rund, nussig. Ferreros Gebäckspezialität nach original italienischem Rezept. Giotto in der Stange. Hey. Ciao. Zarte Verführung auf Italienisch. Giotto, Piccoli, Piccola. Ciao, Giotto. Das ist ja wohl extra herb. Das Pils? Das auch. Clausthaler extra herb. Alles, was ein Pils braucht.
Michael Pilsner aus dem Herzen der Natur. Ausgezeichnet mit 11 Oscars. Unter anderem bester Film, beste Regie. Titanic im Kino. Pur auf Eis? Auf dir. Sin, lebe deine Sünden. Sin, neu vom Keiler. Weil man nie weiß, wann man seine Traumfrau trifft, braucht man ein Deo mit Langzeitwirkung. Jetzt gibt es die Gillette-Deos mit Aktivwirkung. Die verhindern Geruch und sorgen für langanhaltende Frische. Danke. Neue Gillette Serious Deodorants mit Langzeitwirkung. Damit ist man auf alles vorbereitet. Bis zu 4000 Mark für Ihren Gebrauchten. Wenn Sie sich für einen neuen Deolanos entscheiden. Aber dem Lanos fahr nur ich. Heute ein König. König Pilsner, das König der Biere. Er ist unschuldig unter Verdacht. Wissen Sie, was ich glaube? Dass Sie des zweifachen Mordes angeklagt werden. Verstrickt in eine tödliche Intrige. Wo ist die Kassette, verdammt? Und wo ist die kleine Hure? Kämpft er um sein Leben. Ich will diesen Bastard wiederhaben. Bloodfist 7, gleich bei RTL. Bist du fertig? Sind Sie bereit für einen Thriller, der Ihnen den Atem raubt? Sind Sie bereit für den Clown? Sven Martinek, Diana Frank und Hans Zischler. Wie heißt dieses Spiel? Fang den Clown. Action, Thrill und Stunts der Superlative. Demnächst auch in Serie. Der Clown, Dienstag, 20.15 Uhr bei RTL. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß wünscht TV Spielfilm. Oh Mann, war das eine Nacht. Ich hau mich ins Bett. Ja, das sollten Sie tun. Machen Sie sich ruhig bequem. Es ist Ihr Bett. Ich setz mich mal kurz hin. Nur für eine Minute, weil ich was bewache und so. Wissen Sie, ich muss die Bösen verjagen und ich hab alles im Visier. Ich blick voll durch, meinem Adlerauge entgeht nichts. Also dafür, dass man sich für einen Hengst hält, Mike Laurie, sind Sie ganz...